Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. So, da unten müssen wir hin. Ja! Da weiß ich ungefähr, wo das ist. Allerdings weiß ich auch, dass da immer Gegner rumlaufen. Kann man da so rein? Nein. Muss ich von der anderen Seite aus. Hier. Bleibt zurück, Droiden. Eure Gewaltdrohungen sind hier nicht willkommen. Bitte, ich gehöre nicht zu den anderen, denen ihr begegnet seid. Wir sind hier, um sie aufzuhalten. Oh, wirklich? Warum sollte ich euch vertrauen? Ihr reist mit einer Droidenfremde. Die letzten Droiden, die in unser Lager kamen, griffen rasch zur Gewalt und raubten eine unserer Schwestern. Sie sagten, sie soll ihnen einen Pfad öffnen. Ich will nicht, dass noch mehr Blut vergossen wird. Doch falls ihr zu ihnen gehört... Das waren die Feuersang-Druiden. Wir gehören nicht zu ihnen. Druidin Laurel ist eine steinleere Druidin. Seltsam. Mir war nicht bewusst, dass es solche Unterschiede gibt. Doch wenn ihr nicht zu diesem Feuersang gehört, warum seid ihr dann hier? Wir sind hier, um zu helfen. Vjordin Tola von Beldamavjord hat uns entsandt, um mit Vjordin Sorcha zu sprechen. Der Beldamavjord schickt euch? Nun, ihr kommt zu spät. Die Droiden haben Vjordin Sorcha mitgenommen. Wenn ihr wirklich helfen wollt, sage ich euch, was ich weiß. Die Droiden suchen einen Naturgeist. Einen ganz besonderen, der sehr lange geschlafen hat. Jetzt hab auch ich es gecheckt. Das ist wieder die Stimme von der Vampir-Lady, die uns zum Vampir gebissen hat. Wisst ihr, wo der Feuersang-Würdin Sorcha hingebracht hat? Gebt mir eure Karte. Der Erzdroide fragte nach einer uralten Ritualstätte, von der wir nur aus Legenden wissen. Sie liegt irgendwo auf dem tiefen Pfad. Ich habe den Eingang auf eurer Karte markiert. Wenn ihr wirklich helfen wollt... Dann sputet euch und rettet Vjordin Sorcha. Wir werden tun, was wir können, Vjordin. Der Glenmorel-Wirt kennt diesen uralten Geist nur aus Geschichten und Legenden. Er schläft in einer Ritualstätte, die auf dem tiefen Pfad verborgen liegt. Bitte, findet diese Stätte und rettet Vjordin Sorcha. Der Erzdruide. Es schien ihm zu gefallen, uns weh zu tun. Könnt ihr mir sonst noch etwas über diesen Naturgeist erzählen, Vjordin? Wir haben Geschichten über den Geist, der unter dem tiefen Pfad schläft. Sie ehren und preisen ihn und nennen ihn Fri. Interessant. Ich erinnere mich an einen Vers. Erwacht, Fri, wenn die Barone in Efeuroben euch am meisten brauchen. Die Barone in Efeuroben? Das ist eine alte Redewendung. Die Droiden, die wir kannten, fanden einst zur sogenannten Zivilisation. Sie waren so schlimm wie die Stadtbewohner. Wirt suchen die Schönheit der unverdorbenen Natur und der Abgeschiedenheit. Die Geschichten deuten an, dass die alten Droiden unsere Wege anstößig fanden. Und ihr wusstet nicht, dass die Droiden in unterschiedliche Zirkel unterteilt sind? Nein. Um ehrlich zu sein, denken wir kaum an Droiden. Sie waren seit Jahrhunderten nicht in Hochfels. Unsere Geschichten sprechen von ihnen als eine Einheit. Die Droiden von Galen. Ich schätze, ich hätte erkennen sollen, dass sie Untergruppen bilden. Die Wirt haben das ja auch getan. Vielen Dank, Vjordin. Wir finden Vjordin Sorcha und halten den Feuersang auf, das verspreche ich. Ja. Gehe zum Tiefenpfad. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Ich glaube hier, ne? Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Moment, jetzt muss ich mal eben schauen. Ich muss hier wieder zurück. Lass mich einfach gehen. Du hast mich nicht gesehen.
So. Ah ja, doch. Da kann man doch so hin. Es ist so schwer, gute Hilfe zu finden. Und Azay Ad-Ovinok ist angeblich einer der Besten. Angeblich. Geht das hier hinten noch weiter? Also dann würde ich nämlich die Geschichte... Nee, komm. Ach, das ist so blöd. Ich will halt das jetzt nicht miteinander vermischen, aber andererseits weiß ich nicht, ob ich daran denke, jemals wieder hier reinzugehen. Aber eigentlich müsste ich das wirklich so machen, dass ich durch jede Höhle einmal durchlaufe und entsprechend... Oh, habe ich mich jetzt erschrocken. Und entsprechend... ja, da die Quests dann auch nochmal machen. Ich hatte mich schon gefragt, warum hier eigentlich keine Spinnen sind, obwohl hier bald Spinnenweben sind, aber gut. Funke, du schaffst das schon, oder? Falls sie uns überhaupt hinterherlaufen, bin mir nicht sicher. Ja, geh mir aus dem Weg. Nicht so unhöflich hier, ja? Du bist auch nur ein Irrlicht. Ich meine, auch Irrlichter haben ein Recht auf Leben, wobei... Wie ich das verstanden habe, sind die ja erst durch den Tod geboren. Also. Nein, wir kommen zu spät. Erzdruide Michiel hat Würden Sorcha ermordet. Wir müssen jetzt da rein und ihn aufhalten. Vergebt uns. Rutger, helft uns. Sie müssen Tod die Würden umgebracht haben, nachdem der Pfad von ihr geöffnet wurde. Erzdruide Michiel wird ungeduldig. Verfaulter Pfadverräter. Welchen Zweck dieser uralte Geist auch erfüllen mag, wir dürfen ihn nicht dem Feuersang überlassen. Machen wir dem ein Ende. Ich find's irgendwie niedlich, wie die immer so wütend ist. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Tuvaka behüte uns. Bleibt auf der Hut. Jemand nähert sich. Bewacht die Ritualstätte. Bewacht ihr die mal. Tötet sie, mein Ursaug. Mach du mal. Renn komplett in die falsche Richtung. So. Tiefer steht hier. Ist abgeschlossen. Der Geist regt sich. Wieso muss ich hochlaufen, damit ich tiefer komme? Das ist unlogisch. Das ist ein Widerspruch an sich. Hier kann ich nicht durch. Entschuldigen Sie bitte. Ich muss mal eben hier vorbei. Alter! Was ist mit diesem Bär nicht in Ordnung? Das ist wie eine Falle. Sobald man hier irgendwo rumläuft, fängt der an loszustürmen, oder wie? Heieiei. Geht das noch? Wo kommst du denn jetzt her? Den uralten Geist für den Feuersang. Genau wie die Prophezeiung es verhieß. Erlebt die Macht eines Ehe und diese verfaulte Einlehre. Warum müsst ihr euch einmischen? Weil ich's kann. Oh, dein Ernst jetzt. Gut gemacht, Seefahrerin. Erzdruide Michiel hatte keine Chance gegen euch. Los, helft mir, den Geist zu befreien. Okay. Hey. Wach. Das Fleisch verblasst. Der Geist. Könnt ihr uns verstehen? Laut. Zu laut. Winden. Bei Zets Tränen. Vielleicht könntet ihr mit dem Geist sprechen. Er wirkt verwirrt. Ich habe eine so beruhigende Stimme auf die Menschen. Natürlich spreche ich mit ihm. Erwachen? Saft? Fließt. Wurzeln regen sich. Ihr habt mich ausgegraben. Ich habe geschlafen. Jahreswechsel um Jahreswechsel. Gepflückt wie eine Blume aus dem Traum des Grün.
ein Versprechen, das Blütenblätter flüsterten. Gebraucht. Ihr seid der uralte Naturgeist Free? Ja, Free. Free hütet. Free nährt. Free ist die gewachsene und formgewordene Blume. Vor langem erträumt vom Grün. Bin ich. Der König sprach, die Wirt sang, und Free wurde Free. Hell, zu hell. Der Druidenkönig und die Wirt haben euch aus dem Grün beschworen. Was ist der Sinn dahinter? Sinn? Das Dasein von Free hat einen Sinn. Doch die Erinnerungen sind trübe. Ich hege, ich nähre. Sanfte Hände heilen den Boden. Jetzt wach. Aber wo? Wer? Warmes Blut in der Erde. Fort! Sonnenlicht auf Blättern. Bitte! Free, ich bin eine Druidin. Ich spreche mit meiner Freundin und bringe euch in Sicherheit. Wie der Druidenkönig? Sonnenlicht auf Blättern. Ja, Free wird mit euch gehen. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben erfahren, warum der Druidenkönig die Wirt traf, bevor er Hochfels verließ. Es ging um die Beschwörung dieses Naturgeists. Doch welchem Zweck er dient, bleibt unklar. Vielleicht können die Steinlehre-Ältesten mir helfen, das herauszufinden. Was machen wir jetzt? Wir müssen zum Lager des Glenmoril-Wirt zurück und die Leute dort wissen lassen, was hier geschehen ist. Sie verdienen es auch, von uns etwas über Würdin Sorcha zu hören. Und darüber, wie das Schicksal von Erzdruide Michiel aussieht. Wir können unsere nächsten Schritte dort besprechen, sobald wir Ihnen diese Neuigkeiten mitgeteilt haben. Lasst mich ein Portal für uns zurück zum Lager öffnen. Bitte sehr. Ich wollte gerade noch danach gefragt haben. Danke sehr, Dulev. Hallo, lieber Wolf. Braver Wolf. Wir könnten Free zur Magiergilde bringen. Dort wäre sehr bestimmt sicher, Laurel. Nein, Dulev. Ich glaube, ich muss Free zum Steinlehre-Zirkel bringen. Sehr gehört zu den Druiden. Free gehört zu den Druiden. Ja, ja. Bestimmung und Stein. Regen und Sonne. Okay, Free ist einverstanden. Dann ab zu den Druiden, würde ich sagen. Wie ich Dulev schon sagte, möchte ich Free nach Galen bringen. Eine Insel im Systrin-Archipel. Sehr sollte bei den Steinlehre-Druiden sein. Wenn jemand Sam helfen kann, Sams Bestimmung zu finden und Sam eine sichere Bleibe zu bieten, dann sind das wir. Ich hab jetzt kein Wort verstanden. Was ist mit dem Feuersang? Meint ihr, er wird versuchen, Free weiter nachzustellen? Nach seinen Taten auf dem Festland würde ich es ihm zutrauen. Der Feuersang hat sich als der Haufen von Pfadverrätern zu erkennen gegeben, der er ist. Ich muss meinen Zirkel warnen und Free nach Galen bringen. Nehmt dies, meine Freundin. Vielleicht können wir in Zukunft wieder zusammenarbeiten. Ja, und wir haben eine Aktion Blütenpräsentation erhalten. Petal Present. Ich hoffe, dass es Free auf Galen gefallen wird. Ich weiß, dass wir von der Steinlehre alles tun werden, was wir nur können, damit Ser sich willkommen fühlt. Und ich hoffe, euch wiederzusehen, meine Freundin. Ihr solltet uns auf Galen besuchen, wenn ihr das nächste Mal zum Archipel reist. Warum habt ihr entschieden, Free nach Galen zu bringen? Free hat so lange geschlafen, dass Ser Zeit braucht, um sich an die Lage anzupassen und daran zu erinnern, wer Ser ist. Und um herauszufinden, welches Ziel dem Druidenkönig und den uralten Wirt vorschwebte, als sie Sen beschworen. Auf Galen ist Ser unter den Steinlehre-Druiden sicher. Was glaubt ihr, wie der Rest eures Zirkels Free aufnehmen wird? Das ist eine gute Frage. Wir arbeiten andauernd mit Naturgeistern zusammen, doch Free ist einzigartig. Ser ist auf Arten und Weisen mit unserer Vergangenheit verbunden, die wir nur erahnen können. Ich werde mein Bestes geben, um sicherzustellen, dass wir Free nach besten Kräften helfen. Erzählt mir mehr über Galen.
Es ist eine wunderschöne Insel im Systrin-Archipel. Galen mag nicht ganz so zahm sein wie Hochinsel, doch mir gefällt das. Haus Mornar steht der Hauptstadt Vastyr vor, aber der Rest der Insel ist wild und frei. In dieser Wildnis hat die Steinlehre ihre Heimat. Hat der Steinlehre-Zirkel auch Städte? Nein, nicht so, wie ihr das versteht. Wir haben Enklaven, kleine Gemeinschaften von Druiden, die zusammenarbeiten, um den wahren Weg zu bewahren. Wir haben ein größeres Lager, das als sicherer Hafen für Free dienen sollte. Zumindest so lange, bis wir wissen, was Free als nächstes tun will. Ja, dann schauen wir jetzt trotzdem mal eben, ob wir das machen können. Petal Present war das. Zack. Ja, die Darbietung einer Blume. Okay, ich habe jetzt zugegebenermaßen mit etwas Spektakulärerem gerade gerechnet, aber gut. Das ist natürlich auch in Ordnung. Ja, dann würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir dann in der nächsten Folge mit der Hauptquest in Galen und Üphelon. Galen und Üphelon weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.